2016, Herbst. Ich kontaktierte einen Theaterfreund, der in Batman, östliche Türkei, lebte. Er organisierte schon seit 2014 Hilfsaktionen für irakische Jesidenflüchtlinge, bei denen ich mich beteiligt hatte. Es waren damals an die 6.000 bis 8.000 Jesiden, die aus Schengal, Irak, vor dem Islamischen Staat flüchteten und nach Batman kamen. Viele der Jesiden wurden dort ermordet, da sie nicht zum Islam konvertieren wollten. Frauen und Mädchen wurden entführt, vergewaltigt und als Sklavinnen verkauft. Es war ein regelrechter Völkermord. Die Verbliebenen flohen in alle möglichen Länder. Die türkisch-kurdische Stadtverwaltung HDP in Batman übernahm damals die Versorgung der Flüchtlinge. Viele der Flüchtlinge zogen allerdings weiter. Es blieben an die 200 Jesiden, die sich in einem ehemaligen jesidischen Dorf in Beşiri, Batman, in verwahrlosten Häusern und Zelten niederließen. Die Gebliebenen waren die Hablosen. Nach dem gescheiterten Militärputsch und im folgenden ausgerufenen Ausnahmezustand in der Türkei entschied der radikal gegen Kurden vorgehende Staat, die von der HDP regierten Stadtverwaltung unter Beschlag zu nehmen. Den Flüchtlingen wurde jegliche Unterstützung entzogen und verboten. Ich wollte etwas Sinnvolles tun und fragte meinen Freund, ob er mit mir ein Unterstützungsprojekt für die bleibenden Jesiden starten wolle, und er sagte ja. Im Folgenden flog ich nach Batman. Wir besuchten den Ort und führten Gespräche mit den Jesiden durch, um ihre Situation zu verstehen. Das Projekt sollte hauptsächlich den Kindern gelten, die dort vollkommen verwildert aufwuchsen. An dem Ort gab es ein Gebäude, das einmal eine Schule war. Von ihr geblieben waren aber nur 4 Wände ohne Fenster und Türen. Unser Plan war zunächst, den Kindern zu helfen, soweit es ging, ihre Traumen zu bewältigen. Dies wollten wir in Mal- und Zeichenunterricht sowie Theaterspielen realisieren. Dafür wollten wir Lehrer finden, die 3 bis 4 Mal wöchentlich in das Dorf kommen sollten, um sich mit den Kindern zu beschäftigen. Die Finanzierung des Projekts wollte ich selber übernehmen. Die Schule wurde angestrichen, es wurden Fenster montiert, Schultafeln angebracht und Heizöfen aufgestellt. Für die Familien besorgten wir Holzpaletten, die sie unter ihre Zelte legen wollten, damit sie den Winter überstehen. Je mehr wir uns mit den Kindern und der Schule beschäftigten, umso mehr wurden wir mit den Bedürfnissen der Familien konfrontiert. Es war tiefer Winter, sie hatten kein Holz, um zu heizen, keine nötigen Bekleidungen und die Lebensmittel gingen aus. Ein Kind musste dringend operiert werden.
Über soziale Medien sammelten wir Spenden, sodass wir das Allernötigste zumindest vorübergehend für die Familien besorgen konnten. Der politische Druck der türkischen Regierung gegenüber Kurden in der Osttürkei wurde immer stärker. Nachdem der türkische Präsident Tayyip Erdogan plötzlich der Meinung war, Esiden wären Terroristen und würden mit der Terrororganisation PKK zusammenarbeiten, wurde es sogar gefährlich, für die Esiden Spenden zu sammeln. Sogar den Flüchtlingen nur helfen zu wollen, wurde als zweifelhaft betrachtet. Wir ließen uns davon nicht beirren und machten trotzdem weiter. Es wurde jedoch unmöglich, Lehrer zu finden, da die meisten Angst vor Repressalien hatten. So beschlossen wir, die Betreuung der Kinder selbst zu übernehmen. Die Auswirkung auf sie war erstaunlich. In kurzer Zeit wurde aus den kleinen Ungeheuern lachende, liebenswürdige Kinder, die uns über alles liebten. Oh,
فنگه و پنگه هبو تنبو بزنه که دو کارکن وی هبون روشه که بزن اجی کارکن خورده بیجه
از هرم در و بچرم براشیر تیته به گوهانین من و هونجی بکاربن تیر گوهانین من بمشن لی حتی که از ورم درش کسی روان نکن ها اما که از ورم ازش وره ویسترانه ببشم Mehrere Male drohte der türkische Staat, die Flüchtlinge aus dem Land zu verweisen. Die Stimmung war angespannt. Um uns und die Flüchtlinge nicht in Gefahr zu bringen, beschloss ich, die türkischen Bezirks- und Stadtverwalter persönlich kennenzulernen, unser Projekt vorzustellen und Sicherheit für uns zu schaffen. Sie verlangten von mir eine Liste mit den Namen der Personen, die das Projekt betreuen, und mir wurde versichert, es würde keine Gefahr für uns bestehen. Bis Herbst 2017 arbeiteten wir an diesem Projekt, genau ein Jahr lang. Wir betreuten die Kinder regelmäßig 3 Tage pro Woche. Im Herbst 2017 beschloss das türkische Amt für Schulwesen, 3 Lehrer in die Schule zu befehlen, um die Kinder in Türkisch und Allgemeinwissen zu unterrichten. Die Schule wurde erneut gestrichen und es wurde fließendes Wasser und Toiletten installiert. Nur eine Woche darauf kam das Militär und uns wurde plötzlich verboten, das Schulgebäude zu betreten, mit der Begründung, sie würden uns nicht kennen. Das war das Ende des Batman-Projekts. Ich versuchte noch, den Bezirksverwalter zu erreichen, um ihn zu erinnern, dass wir uns doch kennen würden. Es war jedoch erfolglos. Man wollte uns dort nicht mehr. Das Projekt war offensichtlich für den Staat nicht zu verstehen.
In Menschen zu investieren, nur um etwas Sinnvolles zu tun, da musst du doch etwas dahinter stecken. Sie hatten recht. Es war die Absicht, dem verfluchten System zu trotzen.
Ich bin hier ran.